Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transportfieber hier bei Heisenberg Zockt. Wir sind in Elgersburg und die haben hier neue Busse, neue LKWs und so weiter. Die müssten jetzt mal für den ersten Moment zufrieden sein, würde ich sagen. Da kommt sogar noch ein Zug an. Wunderbar. Jetzt, wir kommen zu dieser Mod, die ich eigentlich in der gestrigen Folge schon vorstellen wollte. Die Frage ist, wo machen wir das? Also ist halt eine Mod mit bewegten Fahrzeugen und so weiter. Es wäre naheliegend, das in einer großen Stadt zu machen. In Hamburg haben wir aber schon die Polizei, in Heisenberg City haben wir den Unfall, in Wien haben wir alles andere schon und da ist halt die Performance nix oder nix mehr. Ich würde das gerne irgendwo machen, wo wir auch ein bisschen Performance haben. Zum Beispiel, wir können ja mal gucken hier in Bechhofen, das müsste irgendwo hier oben sein, da ist es doch. Das ist eigentlich ein relativ schönes Städtchen, es ist nicht riesengroß, das heißt, wir haben hier auch noch ein paar Frames. Sobald wir wieder welche haben. So, jetzt. Wir haben sogar Autobahn und Co. Hier könnte man das durchaus machen, dass hier irgendwie zum Beispiel die Feuerwehrautos... Ah, jetzt habe ich es verraten. Oh. Ach, ihr wusstet es doch eh schon. Die Feuerwehrautos hier irgendwie durch können. Also, um was es geht. Es gibt brennende Gebäude. Es gibt eine Feuerwache und so weiter. Wobei dieses Gebäude natürlich nicht wirklich brennt, sondern es sieht einfach so aus. Wir werden es gleich sehen. Wo machen wir das jetzt hin? Wir machen irgendwo eine Feuerwache hin und wir machen irgendwo ein brennendes Haus hin. Und von da nach da fährt dann die Feuerwehr natürlich. Hier unten hätten wir einen relativ guten oder vielleicht ein bisschen näher an die Autobahn ran. Ja, jetzt kommen wieder die schwierigen Fragen. Wenn wir hier das brennende Gebäude haben, das wäre doch relativ nett. Da hätten wir nämlich Platz und man sieht es von der Autobahn aus und man sieht es vom Zug aus ebenso. Wir stellen das, wobei wir stellen jetzt nicht zuerst das brennende Gebäude hin. Nein, wir stellen zuerst die Wache hin. Passt die vielleicht sogar hier hin noch? Wir werden es gleich wissen. Das war bei den Bushaltestellen. Genau, das müsste irgendwo hier hinten sein. Zu hinterst wahrscheinlich. Na, wo seid ihr denn? Wo seid ihr denn? Wir haben aber auch viele Sachen hier. Ich könnte auch hier mal klicken. Das würde auch helfen. Ne, hier sind sie nicht. Sind sie hier? Sind eigentlich Bushaltestellen. Hier sind sie, okay. Das ist das Teil, genau. Mit Hubschrauber. Das kann man einstellen. Kein Helikopter, mit Helikopter. Und das passt perfekt hier hin. Das ist ja wunderbar. Das ist ein Träumchen. Ja, perfekt ist vielleicht übertrieben. Doch, doch, es geht. Würde da aber noch mal eine Scharte reinreißen, wenn wir es so machen. Wir können mal gucken, ob wir diese Scharte irgendwie verhindern können. Vielleicht eher hier ein bisschen, in die Richtung, wenn wir es drehen. Dann wäre es hier. Mir gefällt es hier eigentlich besser. Moment. Wenn ich hier näher rangehe, dann geht es mit der Straße nicht. Ein bisschen raus. Noch ein bisschen raus. Da war gerade eine Stelle, da wird es funktionieren. So. Ich würde sagen, wir nehmen die Scharte mal in Kauf. Die werden wir ausbessern. Und zwar mit Bäumen. Wenn es komisch aussieht. Ja, gibt halt so eine Grube. Aber dafür haben wir unsere Bäume. Das ist kein Ding, das haben wir relativ schnell gemacht. Bäumchen, 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 Bäumchen. Irgendwo haben wir Bäumchen. Hier machen wir die kollisionsfreien und machen ein paar schöne Tannen. So, dann hat der Wald hier noch ein bisschen eine größere Ausdehnung. Das ist doch wunderbar. So, da sieht man nämlich dann da gar nichts mehr. Hier vielleicht noch ein bisschen was. Und der Rest ist dann was für den wirklich Schönbau, dass wir hier noch was hinstellen. Das können wir für den Moment lassen. Hier würde eigentlich gut ein Fußballplatz hinpassen. Weiß nicht warum, irgendwie würde der hier gut hinpassen. So, jetzt sieht man da gar nichts mehr von. Passt und das Ganze ist schön umrundet hier von Wald. Gut, die hätten wir. Jetzt, wir können ja mal gucken. Ich lasse mal laufen. Dann müsste man sehen, wie hier tatsächlich der Hubschrauber startet. Oder auch nicht, aber er startet. Irgendwann startet er. Ich habe im Stream, haben wir das auch angeguckt. Da habe ich noch gesagt, ich finde es interessant, dass dieser Hubschrauber senkrecht starten kann. Dass er fliegen kann, das kann nicht allzu schwer sein. Wir haben hier auch Flugzeuge im Spiel. Da, guckt, wir haben auch Flugzeuge im Spiel drin. Das kann man natürlich einfach übernehmen und eine andere Textur machen. Dann hat man statt dem Flugzeug den Hubschrauber. Aber wie man programmiert, dass der senkrecht startet und landet, das haben wir nämlich im Spiel nicht drin. Das ist mir ein Rätsel, aber okay, ich kenne mich damit eh nicht aus. Sieht aber schon cool aus. Mitfliegen kann man leider nicht, das habe ich auch schon versucht. Das ist ja kein Fahrzeug in dem Sinn, dass wir es kaufen können. Erwische ich dich hier noch? Ah, geht leider nicht schön. Sondern halt irgendwas, was halt fliegt. Ein Hubschrauber nämlich. Gut, wir lassen wieder laufen. Also, wir hätten
das Depot, das Feuerwehrdepot. Jetzt machen wir hier hinten das brennende Haus. Wenn wir das hier hin machen, wo fahren wir dann lang? Hier am Bahnhof vorbei. Kämen hier unter der Brücke durch. Das könnten wir natürlich so leiten, dass die Feuerwehrautos hier durchfahren. Dann hätten wir hier die Baustelle noch. Hier kommen wir nicht lang. Ja, das müssen wir wahrscheinlich mit Wegpunkten machen. Das können wir aber machen. Wobei, doch, das geht schon. Hier runter, hier rüber, das geht. Dann sind wir hier. Dann sind wir völlig falsch. Wir müssen hier abbiegen. Hier lang, hier runter. Und dann brennt hier die Hütte. Okay, einmal brennende Hütte. Das wäre hier ebenfalls mit Hubschrauber. So, man sieht gleich. Da, von hier sieht es aus, als wäre das Wasser. Es soll auch so aussehen. Es ist aber natürlich kein Wasser. Sondern es ist das gleiche, was wir bei der Polizei haben, als Sirenenlicht, als Blaulicht. Nämlich irgendwie, ich weiß auch nicht, was es genau ist. Da hat er sich aber einfach zu Nutzen gemacht, dass das bei den Polizeiautos aus einer gewissen Entfernung doch relativ cool aussieht. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich dich da haben möchte, liebes brennendes Haus. Vielleicht hier sogar, wenn du dazwischen passt. Das passt haargenau nicht. Ist ja sensationell. Da fehlen ein paar Millimeter. Was haben wir hier noch? Hier oben haben wir natürlich noch den Bahnhof, aber hier haben wir keine Straße. Das funktioniert also nicht so. Oder vielleicht hier dazwischen. Dass man wirklich von den Zügen aus alles sieht. Würde gehen, sieht aber nicht gut aus. Nee, da muss überall aufgeschüttet werden. Hier haben wir einen Tunnel, dann sieht man das Teil sowieso nicht. Wenn wir es hier hin machen, das wäre auch eine Möglichkeit. Dann sieht man es von der Linie aus. Kriegen wir das irgendwie organisch hier dazwischen, dass das irgendwie so aussieht, als würde das hier hingehören. Und nicht, dass es so aussieht, als hätten wir das nachträglich reingemacht. Haben wir zwar, aber ihr wisst, wie ich meine. Das soll irgendwie... Ja doch, das geht schon. Das machen wir hier hin. Ich muss es aber entsprechend drehen, dass es da irgendwie in einer gewissen Art und Weise parallel ist, das Ganze. Wir müssen es noch ein bisschen drehen. So müssten wir es ungefähr haben. Vielleicht sogar ein bisschen nach hinten ziehen. Dann ist die eine Straße da nicht verbunden. Das gefällt mir nicht, weil das kann gut sein, dass wir die dann nicht mehr anschließen können. Man sieht schon, da haben wir ein Problem. Steigung zu groß. Wir müssen beide dran haben. Dann ist es da halt nicht ganz parallel. Das ist aber okay. Oder wir testen mal, ob wir es so hinkriegen und ob wir die Straße noch verbinden können. Das würde ich glatt mal versuchen. Wahrscheinlich geht's nicht. Man sieht, die Straße geht runter. Das wird wieder eine zu steile Steigung sein. Und das wieder abreißen, das ist auch Käse. Nee, komm, wir lassen's. Wir machen's so, wie es vorher ging. Das ist ja eigentlich auch cool. Und das wäre dann plus minus etwa so. Zack, wie siehst du aus? Wir gucken mal. Ich lasse mal laufen, eben weil hier auch ein Hubschrauber im Einsatz ist. Und was das Ding eben kann, das ist vor allem noch sehr, sehr interessant. Das werden wir uns natürlich gleich ansehen. Sieht schon aus, als würde es hier brennen, wenn man eben entsprechend ein bisschen entfernt ist. Wie sieht es denn aus, wenn man hier unten auf dem Gleis ist? So, wenn wir in die Richtung gucken. Man sieht eigentlich nicht wirklich viel, aber den Hubschrauber sieht man. Doch, doch, da ist das Gebäude. Im Prinzip brennt es auf der falschen Seite. Aber okay, dann sieht man es halt von hier unten. Machen nochmal schnell Pause, einfach der Bewegung zuliebe. Man sieht, das ist halt dann gleich wieder x-mal flüssiger. Ja, von hier unten. Wenn wir hier mal einschalten. Das kann man schon so deuten, dass es da brennt. Das Haus ist sehr gut gelungen, finde ich. Und eben diese Wasserstrahlen, die sieht man halt von Weitem dann eher als Wasser. Von nahem sind sie das gleiche wie bei der Polizei. Gut, ich lasse wieder laufen. Was macht eigentlich der Hubschrauber? Landet der hier? Haben wir hier einen Hubschrauberlandeplatz? Er geht zumindest schon mal runter. Oder simuliert das einfach, dass der auch löscht. Also, dass der auch Wasser abwirft. Nee, er geht runter. Wo landest du denn? Aha. Mit sehr wenigen Frames, aber okay. Hier ist eh abgesperrt. Ach, ist das nicht sensationell? Ich finde die Mod sowas von cool. Jetzt würde ich sagen, jetzt hauchen wir der aber nochmal ein bisschen mehr Leben ein. Wir gehen auf den Pausenmodus, denn, ja, die sind befahrbar. Das sind, wie gesagt, Bushaltestellen. Wo haben wir das andere Teil? Hier hinten, da ist es doch. Also, wir brauchen eine neue Linie. Das wäre dann von hier. Einmal durch Städtchen durch. Jetzt gucken wir aber eben von wegen der Route, die hier gemacht wird. Das wäre dann ganz einfach Feuerwehr. Bechhofen. Feuerwehr. Bechhofen. So. Gekauft. Wunderbar. Wir lassen es natürlich hier gleich mal stehen, denn jetzt wollen wir wissen, wo gehst du lang.
Aha, die gehen sogar dann hier zurück. Da kann ich das hier aber abwählen. Gehen dann hier durch die Stadt durch. Das ist eh cool. Wir haben hier zwar Verkehr, aber mein Gott, das ist egal. Dann wäre das der Weg zurück. Den kann man, glaube ich, so lassen. Hier an der Schenkhalle vorbei, da rein. Und der Hinweg wäre... Ne, der ist falsch. Also den Hinweg... welches ist hier 1 und welches ist hier 2? Das ist die 2. Den Hinweg zum 2. Den müssen wir mit Wegpunkten machen. So, nehmen wir mal dich hier wieder, weil du funktionierst, das weiß ich. Das wäre dann mal hier lang. Hier runter. Dann müsst ihr hier wieder rauf, weil irgendwie, ich möchte, dass sie hier noch ein bisschen die Baustelle kreuzen. Ist natürlich ein Wahnsinn, wenn es da oben brennt. Erst hier runter, da rum und wieder hier rauf. Wenn wir hier eine Abkürzung haben, ist mir klar. Aber es geht rein um die Optik. Und Leute, es brennt nicht wirklich. Das muss man vielleicht auch mal noch sagen. Vielleicht reicht dieser Wegpunkt eh schon. Weil nachher sucht er sich natürlich wieder den nächsten Punkt. Oh, und jetzt haben wir Alarmklingeln bei der Kirche. Wenn man das hört im Video, das ist nicht hier im Städtchen. Also hier, sondern hier, wo ich wohne. Und das Fenster ist offen. Und ich mag jetzt nicht zumachen, sonst wird es zu warm. Ja, das sind die Probleme, die man so hat. Wo ist mein Wegpunkt? Irgendwo hier oben war doch der. Da ist er doch. So, mal gucken, ob das funktioniert. Was macht die Linie? Sie geht hier raus, geht hier unten durch, fährt hier zurück. Sie macht genau, was sie soll. Jetzt geht sie aber hier lang. Sag mal, hackt. Jetzt geht sie noch halbwegs auf die Autobahn. Das ist aber auch nett. Ist eigentlich fast besser wie hier. Wo wollten wir denn lang? Hier oben. Hier nach vorne und dann... Nee, das geht natürlich nicht. Ja, da sieht man mal das Spiel. Das hat schon eine gewisse Intelligenz. Im Gegensatz zu dem, der hier vor dem PC sitzt. Offensichtlich. Das geht fast nicht anders. Das ist aber eine völlig okay Linie. Das machen wir genauso. Gut, wir bräuchten... Die Feuerwehrautos, die haben wir hier. Straßenfahrzeuge kaufen. Die waren, glaube ich, bei den Gütern. Die Polizei könnten wir da natürlich auch hinschicken. Wir machen wieder je 2 Stück. Aber die Polizei, die können wir dann nur an solche Teile, also an LKW-Ladeplätze schicken, weil die Polizei eigentlich Güterfahrzeuge sind, während das hier tatsächlich Busse sind. Von der Idee her, Linie zuweisen, die Feuerwehr Bechhofen. Zack. Zack, zack. Okay, jetzt hört ihr wahrscheinlich die Kirchen im Video. Hat aber was. Irgendwie passt es doch noch zu so einem kleinen Städtchen, finde ich. Von daher halb so schlimm. Ja, wir lassen mal laufen und gucken, wie die rauskommen. Jetzt werden wir hier natürlich auch mitfahren, ganz klar. Ich würde sagen, in einem der hinteren Fahrzeuge. Und dann müsst ihr mal gucken, was die da machen beim Feuerwehrdepot und beim brennenden Haus. Das werden wir jetzt natürlich sehen. Und jetzt hoffe ich, wir teilen uns hier nicht allzu weit, also allzu fest auf, dass wir allzu weit auseinander sind. Weil natürlich die teilweise blockiert werden, genau, zum Beispiel durch solche Sachen. Und dann verlieren wir die Fahrzeuge vor uns. Man sieht sie da noch ein bisschen. Ja, ja doch, man sieht sie noch. Hier wird wieder gebaut. Ja, jetzt muss eine Feuerwehr haben. Erg! Da kann man natürlich auch optimistisch werden. Und schon mal die Bagger holen. So, hier vorne geht's links. Das ist noch nicht eigentlich die Strecke, die wir befahren. Der sucht sich jetzt natürlich vom Depot aus den nächsten Weg zur ersten Haltestelle. Und das wäre eben Huor. Das wäre eben das Feuerwehrdepot. Das hier irgendwo in der Nähe sein müsste. Wir haben es eh einfach. Wir können einfach den Kollegen folgen. Und dann müsste das eigentlich soweit schon stimmen. Ist aber auch hier Fußgänger, die dauernd über den Fußgängerstreifen laufen. Ja, die werden einfach überfahren. Wir sind die Feuerwehr, wir haben es eilig. Oh, hier leicht stauig. Da vorne ist schon die Schenkerhalle. Das heißt, da geht es dann links. Rein ins Feuerwehrdepot. Und da ist eben auch eine spezielle Sache, was das Feuerwehrauto da dann macht. Das liegt wahrscheinlich daran, dass diese beiden Mods, also sprich das Feuerwehrdepot und das brennende Haus, das gehört zusammen. Die Feuerwehrfahrzeuge hier, die sind eine separate Mod. Und die sind aber vom gleichen Modder. Und da ist es eigentlich naheliegend, dass der das natürlich so macht, dass die beiden Sachen auch zusammenspielen. Jetzt, wir können ja mal gucken, da vorne sieht man eh schon den Kollegen, was der macht. Richtig, man kann es ahnen. Er fährt nämlich rein. Der wendet hier nicht einfach, sondern er fährt hier tatsächlich in die Garage rein. Da kommen sie schon wieder raus.
Na, wenn das nicht einfach cool ist. Hier haben wir noch ein Basketballfeld. Und natürlich haben wir Wartezeiten, weil das ist ein Bus offiziell. Der guckt hier, ob er Passagiere aufnehmen kann. Was wahrscheinlich nicht der Fall ist, aber wenn da auch mal 3-4 Leute mitfahren, mein Gott, das ist eigentlich auch nicht weiter schlimm. Und jetzt bleiben wir aber natürlich sitzen. Ich möchte jetzt noch in Richtung brennendes Haus düsen, damit wir wirklich die Strecke sehen, die da angedacht ist. Das war ja jetzt eben nur die Strecke vom Depot hierher. Die gilt nicht. So, das hier, das zählt jetzt. Ja, ich wollte gerade sagen, da haben wir dann noch ein Blumendingens. So, und hier sehen wir da hinten genau die Drehscheibe, den Ringlokschuppen. Hier die Schenkerhalle, die auf dem anderen Haus drauf sitzt. Das hatten wir auch mal, genau. Und hier links ist ja noch unsere Baustelle. Ja, da sieht man eh die Polizei, die abgesperrt hat. Und hier noch ein paar LKW-Anhänger. Das ist einfach Forstbau da hinten, glaube ich. Oder, oh Gott, ich... Ja, es hat auch schon wieder ein Momentchen her. Bin mir nicht mal mehr ganz sicher, was wir da fabriziert haben. Aber das ist, glaube ich, einfach eine Baustelle. Kann das sein? Müsste. So, weg. Feuerwehr. Düt. Soll ich mal die Sirene machen? Nein, das bringt nicht viel. Ja, irgendwie fehlt natürlich die Sirene. Bei der Polizei haben wir sie. Da haben wir sie, definitiv. So, hier nach vorne haben wir wieder ein bisschen mehr Platz. Jetzt biegen wir hier ab. Jawohl. Und fahren hier außen rum, damit wir hier nochmal den Baustellenbereich sehen. Ja, ja, das ist schon eine Baustelle. Genau. Ah, Gleisbau haben wir hier. Stimmt. Da haben wir ein Gleis hingezogen, das noch nicht fertig gebaut ist. Und hier links eben der Ringlokschuppen mit den stehenden Lokomotiven. Ist schon auch ein schönes Städtchen. Der Vorteil von diesem Städtchen ist halt einfach, dass die Performance eben noch halbwegs funktioniert. Wenn wir das gleiche hier in Wien gemacht hätten oder in Hamburg, ja, dann hätten wir halt noch 4 Frames in der Sekunde, wenn wir Pech haben, weil da einfach auch so viel Verkehr ist. Hier ist eigentlich auch schon ordentlich Verkehr, aber es geht halt noch halbwegs. Ich sehe oben, ja, 19 Frames, 17, 20. Das ist etwa das, was man bei Transportfieber außerhalb der Metropolen wahrscheinlich erwarten kann, bei so einem späten Spielstand. So, jetzt geht's hier rauf. Jetzt mal gucken, da sieht man eh schon den Hubschrauber. Und hier schön ordentlich mit Tempo. Ja, aber eben, das sind die Feuerwehr. Wir dürfen natürlich auch ein bisschen Tempo haben. Und jetzt geht's hier ein bisschen in Richtung Autobahn. Da hinten links, da sieht man noch den Braunkohlebagger. Das müsste der sein. Also man sieht den nicht wirklich. Man sieht irgendwie, weiß nicht, ob man es im Video überhaupt erkennen kann. Hier beim Bildschirm oder vor dem Bildschirm sehe ich einfach, dass der da steht. So, hier Autobahnkreuz. Das führt mich dann gleich zur Autobahn. Irgendwie. Nein, zu einer Idee. Die aus der Community kommt. Da oben rechts sehen wir eh schon das brennende Haus. Nämlich mal mit einem Auto auf der Autobahn mitzufahren. Das finde ich so eine starke Idee. Ich wundere mich, dass ich da nicht selber mal drauf gekommen bin. Dann können wir nämlich diese Autobahnkreuze und Co. mal noch aus der Perspektive der Autofahrer sehen. Haben wir? Habe ich das nicht auch schon erzählt? Oh Gott, nicht, dass ich jetzt wieder ins Video reinschreiben muss. Ich weiß, das habe ich gestern schon erzählt. Das ist halt das Problem, wenn man zu viel aufnimmt. Eieiei, wobei, man kann nicht zu viel aufnehmen. Es gibt so viele coole Spiele. Da ist wieder der Hubschrauber da oben. Aber gemacht haben wir es definitiv noch nicht, das weiß ich. Also von daher ist eine relativ lange Anfahrt. Da wäre schon lang alles abgebrannt. Wobei, ja, da kann man halt nichts machen. Wenn ein Gebäude weit weg ist vom Feuerwehrdepot, ist es weit weg vom Feuerwehrdepot. Aber von hier, wenn man so hinguckt, es sieht schon gut aus. Es sieht wirklich aus, als würde das Ding in Flammen stehen. Und jetzt hier machen wir Folgendes. Wir steigen mal kurz aus. Dann können wir nämlich mal von außen noch gucken, was sie genau machen. Weil beim Depot sind wir ja reingefahren. Hier gucken wir einfach mal, die fahren eben auch hier rein. Natürlich nicht ins Gebäude. Das ist auch nicht gedacht, dass da Fahrzeuge reinfahren, sondern sie fahren hier vorbei. Halten hier an. Da könnte man glatt noch richtige Busse installieren. Ein bisschen Sightseeing machen. Sightseeing zum Brandherd. Das kann es aber irgendwie nicht sein. Aha, der Hubschrauber landet auch gleich. Ja, das sieht doch nett aus. So, wunderbar. Gefällt mir. Das ist halt wirklich im Prinzip mit Autos spielen, mit Hubschrauber spielen, mit Zügen spielen. Es ist einfach nur großartig. Ja, das hätten wir dann soweit. Ich würde sagen, wir machen mal Pause.
M und dann suchen wir uns doch hier ein schönes Stück Autobahn, wo es irgendwie Sinn macht, dass wir uns in ein Fahrzeug reinsetzen. Das wäre wahrscheinlich nicht mal hier, sondern dann eher, hier haben wir Weißwasser, wir müssen hier in Richtung Hamburg. Wo haben wir denn Hamburg? Wo ist mein Hamburg? Jetzt habe ich wieder einen völligen Hänger, wenn das hier war. Ach, Hamburg ist hier hinten. Okay, gefunden. Hier haben wir doch relativ spektakuläre Autobahn. Ah, nee, ich weiß wo, aber ich gucke hier auch mal noch schnell. So vor Wien. Gut, da haben wir dann halt einfach wieder keine Frames. Aber das ist natürlich schon auch eine Stelle, da kann man... Wisst ihr was, wir setzen uns hier mal rein und dann gucken wir aber da, wo ich ursprünglich wollte, auch mal noch schnell. Durch dieses Tunnel durch müssen wir eigentlich nicht. Wir nehmen den hier mal. So, und düsen los. Und dann sehen wir das eben auch mal. Wirklich eine gute Idee. Wir fahren jetzt einmal mal in Richtung Stadt, sobald wir in den Tunnel reinkommen. Oh, hier haben wir wieder die Geisterwender. Das ist eine ganz neue Spezies Autofahrer. Das sind nicht die Geisterfahrer, sondern die, die auf der Autobahn wenden. Und das ist, was ich meinte mit den Feuerwehrautos. Mit den Lags, das hätten wir hier eben öfters gehabt. So haben wir doch eine halbwegs flüssige Wiedergabe gehabt. Und jetzt hier ist es halt wieder wackelig. Ah, da geht es eh schon ins Tunnel rein. Okay, ist... war jetzt nicht so spektakulär, aber okay. Oh, was war das? Ah, dann wechseln wir das Fahrzeug. Jetzt fahren wir wieder zurück. Ja, dann bleiben wir doch noch ganz kurz sitzen. Da rechts sehen wir noch die Schwertransporter, die irgendwelche Rohre und Co. transportieren. Und ja, hier halt, da links auch nochmal. Hier halt klassisch zäh fließender Verkehr. Das ist ja noch kein Stau, es fließt ja noch, wenn auch eben zäh. Okay. Wir gehen mal raus. Ich möchte mal noch ganz kurz schauen, wo halt, ich brauche ja das Päuschen. Wo war das denn genau? Das, was ich meine, das war hier hinten, genau, bei Weißwasser. Hier, bei Langenberg. Da haben wir doch so eine Art Bergstraße. Nämlich die hier. Haben wir hier auch Fahrzeuge? Ja, ein, zwei Fahrzeuge haben wir. Ich würde gerne hier dieses Kreuz, das ist ja das größte Kreuz, was wir eigentlich haben. Wir führen mehrere Autobahnen zusammen. Das noch irgendwie befahren. Die Frage ist, wie am besten? Ich möchte nicht auf die Landstraße. Hier haben wir Stau. Und die hier, wechseln die? Doch, wenn man hier ist und hier rauf fährt, dann kommt man hier wieder auf die Autobahn. Ich würde sagen, wir steigen da mal ein. Wechselt der noch? Moment, ich lasse mal ganz kurz laufen. Ja, der fährt hier rein. Okay, das ist unser Mann. Die Kamera. Und... ja, er fährt tatsächlich hier auch. Wunderbar. Dann können wir uns das hier nämlich mal ansehen, wie das so aussieht. Wenn wir es schon gebaut haben, dass ich nie auf die Idee komme, wenn man irgendwie sowas baut, sich dann in die Fahrzeuge einzusetzen. Was wir zum Beispiel auch noch nie gemacht haben, ist in eine Person rein, mit der mal irgendwie noch ein Stückchen mitgehen. Das können wir natürlich auch demnächst mal noch angehen. Aber wir haben dann auch noch zwei, drei Bauaufträge, die wir ausführen wollen. So, hier auf dem Kreuz, genau, da unten ist Stau. Und du gehst hier, was machst du? Hier wieder auf die Autobahn. Das ist ja sensationell, dass die das tatsächlich machen, so wie wir das gedacht haben. Auch wenn hier halt Stau ist, das sieht nicht so aus, als kämen wir hier irgendwie noch groß vorwärts. Ja, einfach mit Schummeln, das ist eine ganz neue Art von Reißverschluss, einfach mit Beule. Ja, so sieht es aus, wenn man in den Süden fährt. Definitiv. Wir haben doch im Prinzip die Maut noch. Da haben wir aber geguckt. Diese Mautstelle in der Nähe von Wien. Da sind wir mal durchgefahren, das weiß ich noch. Gut, hätten wir das auch gemacht. Finde ich cool. Gefällt mir eigentlich gut. Und das hier sieht sowieso sehr, sehr nett aus. Weil man muss sich mal überlegen, was wir hier sehen. Das hat mit dem Spiel gar nichts zu tun. Das ist alles gemoddet. Hier dieses Kreuz. Klar, die Häuser da hinten, ja, die gehören dazu. Aber der Rest ist gemoddet. Und da muss ich einfach nochmal einmal mehr sagen. Big, big Respekt an die ganzen Modder. Gut, wir gehen nach, jetzt muss ich überlegen, hier oben, wo waren wir? In, das war hier vorne, ich mache mal Pause, sicherheitshalber, hier in Bechhofen. Da ist mir aufgefallen, dass wir hier zwar einen großen Güterbahnhof haben, aber nicht allzu viel sonst. Das werden wir mal ganz kurz betrachten. Jetzt werden wir nach und nach mal gucken, wo wir Verbesserungen machen können. Ah, die kommen von hier unten, okay. Die gehen da lang, das ist auch okay. Das war hier, wo mal die Züge standen. Was kriegt ihr hier alles an Gütern in Bechhofen? Ihr bekommt
Baumaterial, Nahrung, ein bisschen Werkzeug, dann kriegt er auch Maschinen. Genau, was haben sie denn noch nicht? Ja, guck mal an, Treibstoff. Oder, ja, kann natürlich sein, dass er Treibstoff... Kriegen die nicht Treibstoff? Moment. Nein, das ist Baumaterial. Die kriegen keinen Treibstoff, definitiv nicht. Wir haben doch hier oben so ein Treibstoffteil. Aber das ist ja, oh Gott, das ist meilenweit entfernt. Wo haben wir denn noch Treibstoff? Weit und breit nirgends. Ui, aber hier haben wir Holz ohne Ende. Heiliges bisschen. 907 Bretter für Zeller. Okay, wir müssen das andere, aber die fahren. Dafür steht das Spiel wieder. Die fahren doch, das sind doch die Züge. Da haben wir doch sogar weitere Züge noch dazu genommen, weil das hier tatsächlich schon immer so war, dass wir ein bisschen viel hatten. Bretterzeller, fährst du oder tust du nur so? Doch, der fährt. Kapazität 196. Haben wir hier wirklich so viel, also beziehungsweise so viel zu wenig an Zügen? Hier fahren. 4 Züge. Fahrt ihr alle oder haben wir hier tatsächlich irgendwo... Ja, das kann natürlich auch sein, dass hier auf der Strecke irgendwo so ein Nadelöhr ist, wo sie nicht langkommen. Wo ist der vierte? Ach, hier. Die sind schon da. Weil der hier wartet zum Beispiel. Die fahren. Also fahren können sie. Aber offensichtlich dauert das Ganze ein bisschen lang. Diese 4 Minuten sind wahrscheinlich ein bisschen optimistisch. Das muss einen Grund haben, warum hier so viele Bretter sind. Und ich kann mich nicht erinnern, dass die Linien hier standen, als wir diese Folge hatten, wo wir das mal alles angeguckt hatten. Ich würde sagen, wir machen mal zu. Und gehen mal hier hin. Wenn der ja eh steht. Mal gucken, wie lange er steht. Dann hätte ich hier gerne die Linie. Kannst du fahren? Nein. Weil da vorne ist noch einer. Aha, hier. Hier ist ein bisschen. Hier ist halt eine Kreuzung. Aber ich denke, ich weiß nicht. Sollen wir hier noch einen weiteren Zug installieren? Ich denke, schaden könnte es nicht. Wobei da hinten kommt schon der nächste. Vielleicht müssen wir hier auch tatsächlich die Einfahrt einfach ein bisschen besser machen, wenn wir das hinkriegen. Das Problem ist aber mal, wir haben das ja irgendwann mal gemacht und wir haben das aus einem bestimmten Grund gemacht. Und ob das dann plötzlich völlig falsch ist. Hier haben sie relativ freie Fahrt. Wer fährt denn hier lang? Ah, ist belegt. Okay, wir nicht. Haben wir hier Ruhe? Wir haben hier sogar ein eigenes Gleis. Guck mal, im Gegensatz zu denen hier, die müssen sich das Gleis teilen. Das geht dann hier nach vorne. Hier unten lang. Und hier, ja, hier haben wir halt wieder... Hier kommen wir dann in dieses Gleis rein. Okay, und hier dürfte es dann wahrscheinlich auch wieder eher eng werden. Da können wir nicht viel machen. Wir könnten uns tatsächlich überlegen, ob wir noch einen 5. Zug dazu tun. Das machen wir mal. Weil wir sehen, sie fahren ja. Also es ist nicht so, dass wir jetzt komplett Stau haben und dann einfach ein weiterer Zug im Stau drin steht. Sondern es ist tatsächlich so, dass wir da noch was machen können für diese Linie. Das werden wir mal tun. Hier haben wir das Depot. Züge kaufen. Machen wir kein großes Ding draus, sondern wir kaufen uns einfach mal... Wie schnell sind denn die anderen? Moment. Da ist ja gerade einer. Bretterzeller. Detail. 120. Okay, dann können wir das gleich machen. Fährst du 120? Du fährst 150. Haben wir dich schon? Ich glaube nicht. 1950. Was Älteres. Okay, passt aber. Und dann... Güterwagen dazu, irgendjemand, der Holz befördern kann, weil die Züge werden sowieso wieder ausgetauscht durch den Fahrzeugersatz. Also da müssen wir auch keine Manöver machen. Da hätten wir das Ganze. Bretter. Wir brauchen aber nicht Bretter. Wir brauchen Bretter. Gut, dann nehmen wir doch dich, weil die sind ja sowieso immer voll, diese Wagen. Wenn wir hier so viel an Material rumliegen haben. Wir machen mal... Ja, das muss ich nochmal schnell kontrollieren. Wie lang bist du? 284 Meter. Ja, okay. Dann wirst du auch so lang. 284. Muss ich hier nochmal einstellen. Habe ich beim anderen eingestellt? Moment. Ne, da habe ich nichts eingestellt. Das muss ich aber tatsächlich noch machen. Ne, das machen wir ganz anders. Zug. Ne, Wagen löschen. Weil das geht natürlich schneller. Wenn wir es hier einstellen. Breiter. Und dann einfach... Diese 200, wie viel war es? Einiges bisschen. Ein Hirn wie ein Sieb. Details 284 Meter. Wir haben 277, das heißt, das passt. Linie zuweisen. Bretterzeller, wir lassen laufen.
Und dann gucken wir mal noch schnell, was hast du an Kapazitäten? Zumindest jetzt, wo du hier so rumfährst, sobald du älter bist, wirst du doch diese hier ersetzen. Die haben eine Kapazität von 195. Das sehen wir. Sag mal gucken, 182. Ja, sogar ein bisschen weniger. Aber es ist ein zusätzlicher Zug. Das müsste also schon was bringen. Und ich würde sogar sagen, wenn da nicht gerade einer daherkommt. Ja, nee, wir können den nicht drehen, wenn der im Gleis drin ist. Wir haben da vorne keine Weiche. Das funktioniert nicht. Wenn der dreht, steht er natürlich auf dem Gleis, das geht nicht. Der muss jetzt warten, bis der weg ist. Aber dann kommen die hier schon in die Gänge. Und wenn wir jetzt künftig sehen, dass hier tatsächlich immer noch so viel Zeug rumliegt, dann müssen wir gucken, ob wir die Strecke tatsächlich irgendwo besser optimieren können. Da vorne bei diesem Kreuz, wo alles zusammenkommt. Aber das wird schwierig, da haben wir viele Brücken. Naja. Das ist Zukunftsmusik. Ich hoffe jetzt mal für den Moment hilft dieser neue Zug noch ein bisschen. Liebe Freunde, danke fürs Zusehen. Ich hoffe, hat euch ein bisschen gefallen und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. So, schön. Der geht auf seine Reise. Er kann auch fahren. Das freut uns. Ich gehe noch in Position und dann sage ich nochmal Tschüss und hoffentlich bis morgen. Danke fürs Zusehen. Tschüss.